Die Linke. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ökologischer Umbau und sozialer Ausgleich müssen Hand in Hand gehen. Diesen Satz aus Ihrem Antrag unterstützen wir voll und ganz. Und ich hoffe auch, Sie meinen es ernst. Denn in der Regierungszeit von Rot-Grün wurden jede neue Menge Instrumente eingeführt, die auf den Strompreis wirken. Aber den richtigen sozialen Ausgleich dafür, den gab es leider nicht. Und auch 2005, der eingeführte Emissionshandel, hat die Energieversorger reich gemacht, aber leider bis jetzt kaum zum Klimaschutz beigetragen. Und es gab irgendwann Geld, um für Haushalte die Strompreiseffekte des CO2-Handels abzufedern. Also gab es das? Nö. Oder Mittel, um die miese Verteilungswirkung der Ökosteuer auszugleichen. Auch das nicht, wir haben das angemahnt. Kein Cent ging in Richtung Bedürftiger, auch nicht unter Schwarz-Gelb, die es immer anmahnen. Also Sie machen wirklich den Bock zum Gärtner. Klar ist, der beste Schutz vor steigenden Preisen besteht darin, Energieeffizienz, Einsparung zu erhöhen sowie Kohle und Öl abzulösen. Denn die werden immer knapper und teurer. Gleichzeitig müssen wir aber die Energiewende sozial absichern. Und darum geht ja der Streit, wer ist denn sozialer? Und die Kosten fair verteilen, Kollege Meyerhofer, fair. Und darum hat DIE LINKE ein 7-Punkte-Programm erarbeitet, das diese Fragen ernst nimmt. Und uns geht es darum, die Privilegien der Industrie abzubauen, die unberechtigt sind. Und es kann eben nicht sein, dass große Stromverbraucher mit dem EEG-Geld verdienen, etwa weil sie von dem sinkenden Börsenpreis durch die Vorrangregelung des EEG profitieren, aber kaum EEG-Umlage zahlen, Kollege Lemmel. Befassen Sie sich doch mal mit diesen Themen. Das Wirtschaftsministerium hat es ja bestätigt. Und darum verstehe ich nicht, und jetzt geht es an die Grünen, in Ihrem Grünen-Antrag, da wollen Sie die EEG, die energieintensiven Unternehmen, lediglich um 0,5 Cent Umlage als Ausgleich für den preissenkenden Merit-Order-Effekt, ich habe ihn vorher erklärt, sollen die nur zahlen. Denn dieser beträgt doch 0,9 Cent. Und das schreiben Sie dann auch selbst. Das heißt also, auch hier wird den Großverbrauchern noch was gegeben. Und wir haben es für einen Alubetrieb berechnet. Da sind es 20 Millionen leistungslos. Das ist ein bisschen viel, oder? Wir sagen, einige Ausnahmen sind berechtigt. Die Linke will nicht leichtfertig Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. Und das haben wir auch in unserem Antrag im Frühsommer schon x-mal gesagt. Dann brauchen wir endlich eine effektive Stromaufsicht im Endkundenbereich. Denn der Großhandelsmarkt und die Netze werden natürlich überwacht. Denn kein Wunder, die Industrie hat Interesse an niedrigen Strompreisen. Die Preisbildung für Endverbraucher interessiert dagegen offensichtlich niemand. Ebenfalls kein Wunder, denn da geht es ja nur um die privaten Haushalte und nicht um die Konzerne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Spuk kostet eine Familie aber rund 70 Euro im Jahr. Und das ist nur dieser Tatbestand, da kommt noch einiges drauf. Und darüber hinaus müssen wir über die Stromsperren reden. Das ist wichtig, das ist asozial, da habe ich gestern schon was dazu gesagt. Über eine Abwrackprämie für Stromfresser im Haushalt, damit die Leute Energie sparen können. Ich kann ja nicht sagen, spart Energie, die Preise werden teurer und die wissen gar nicht, wie es geht. Also das geht gar nicht. Und wir wollen ein Stromtarifmodell, in dem wir Effizienz und soziale Gerechtigkeit miteinander verbinden. Wir wollen mehr Geld in die energetische Gebäudesanierung. Das ist dringend notwendig aus sozialen Gründen. Wir wissen, dass jetzt schon Leute ausgezogen sind, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Und nicht zuletzt, und da stimmen wir mit den Grünen eben nicht überein, die Stromsteuer wollen wir senken. Ihre Lenkungswirkung ist marginal. Wir wollen das Lenkungsinstrument EEG, Kollege Meyerhofer, und das darf eben nicht gesenkt werden, wie Sie und immer fordern, sondern wir wollen das EEG ausbauen. Frau Kollegin. So.
Frau Kollegin, Ihre Zeit ist abgelaufen. Meine Zeit ist leider für heute abgelaufen. Also der ökologische Umbau kann nur sozial gestaltet werden oder er wird auf Dauer nicht akzeptiert werden. Deswegen brauchen wir soziale Strompreise. Der Kollege Dr. Georg Nüßlein hat jetzt das Wort für die CDU.